Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Ich darf mich nur als Vorsitzender des Kuratoriums und auch des Nationalfonds ganz herzlich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir einen gemeinsamen Beschluss verabschieden konnten. So wichtig für die Arbeit des Nationalfonds, dass alle hinter dieser so für Österreich entscheidenden Arbeit des Nationalfonds stehen und damit nach außen auch ein wirklich geeintes und ein einiges Zeichen des österreichischen Nationalrates geben. Herzlichen Dank. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir gelangen nun zur Abstimmung in den Tagesordnungspunkt 23, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus und das Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich geändert werden in 2301 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Engelberg, Schatz, Blimlinger, Scherer, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlich noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs abstimmen lassen. Da der vorliegende Gesetzesentwurf sowie der erwähnte Abänderungsantrag Verfassungsbestimmungen enthalten, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Absatz 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. Das ist der Fall. Die Abgeordneten Engelberg, Schatz, Blimlinger, Scherer, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Artikel 1 und 2 eingebracht. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Ich komme nun zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs am Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Und wer auch dafür die Zustimmung gibt, darf ich bitte das tun. Auch das ist einstimmig angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Wer auch in dritter Lesung dem vorliegenden Gesetzesentwurf die Zustimmung erteilt, darf ich um ein Zeichen bitten. Das ist auch in dritter Lesung einstimmig angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 24, Entwurf betreffend Kunstrückgabegesetz in 2302 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Engelberg, Blimminger, Kollegen und Kolleginnen wiederum einen Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde daher zunächst über den erwähnten Abänderungsantrag die betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs abstimmen lassen. Abänderungsantrag der Kollegen Engelberg, Blimminger, Kolleginnen und Kollegen betreffend den Titel. Wer dafür ist, den darf ich bitten um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Ich komme zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs am Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Wer dafür ist, auch hier ist die einstimmige Zustimmung gegeben. Auch in dritter Lesung darf ich um ein Zeichen bitten, das auch in dritter Lesung einstimmig angenommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Die Tagesordnung ist erschöpft.